Wir machen inshallah heute mit der Sure Al-Fil, Suratul Fil weiter. Die Sure der Elefant. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Wer sind die Leute des Elefanten? Das sind die Leute von Abraha al-Habashi. Abraha, der König aus Abessinien. Dieser Mann hatte vorgehabt, die Kaaba zu zerstören. Das Haus von Allah subhanahu wa ta'ala in Mekka. Und das hat eine längere Geschichte. Kurz zusammengefasst, hat er einen Tempel aufgebaut und wollte, dass die Leute zu seinem Tempel pilgern, so wie die Menschen zum Haus Allahs in Mekka pilgern. Aber das hat irgendwie nicht so geklappt. Und es wird gesagt, dass ein Araber von den Arabern, von den Muschlikin damals zu diesem Tempel hineinging und er hat dort seine Notdurft verrichtet. Und das hat Abraha dann so sauer gemacht, dass er ein ganzes Heer, eine ganze Armee zusammengestellt hat und auf dem Weg zu Mekka gelaufen ist, um die Kaaba zu zerstören. Dann wird erzählt, dass es eine Begegnung zwischen ihm und dem Großvater von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gab. Wer ist der Großvater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wie heißt er? Abdu al-Muttalib. Abdu al-Muttalib. Und sie haben miteinander gesprochen und dann hat er ihm gesagt, schaut mal, er ist ein Götzendiener gewesen. Abd al-Muttalib war einer der Mushrikin gewesen. Er sagte zu ihm, wenn du dieses Haus angreifen willst, so wisse, dass dieses Haus ein Herr hat, Rabb, ein Herr, Allah, der dieses Haus schützen wird. Allahu Akbar. Schaut mal, was für ein Glauben er hatte, obwohl er Mushrik gewesen ist. Er hat neben Allah nochmal an 300 andere Götter geglaubt. Aber bezüglich dieser Sache war er sich fest, war er fest der Überzeugung, dass Allah subhanahu wa ta'ala Kaaba, Al-Kaaba, Baytullah, das Haus von Allah subhanahu wa ta'ala, schützen wird. Dann hat er sich, wie gesagt, auf den Weg gemacht und Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und er spricht auch indirekt zu Quraysh, zu den Leuten von Quraysh, weil die Leute von Quraysh kennen die Geschichte. Die Mushrikun damals, sie kennen diese Geschichte, sie wissen, dass es genauso passiert ist. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Siehst du nicht, O Muhammad, O Prophet, wie dein Herr, Rabb, und Rabb ist einer von den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es bedeutet der Herr, der Meister, der Erschaffer, der Besitzer von Himmel und Erden. Er sagt, siehst du nicht, wie dein Herr, Allah, mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Sie haben ein Heer zusammengestellt mit Soldaten und mit Kriegsgeräten. Und damals war der Elefant das größte Kriegsgerät überhaupt, wie heute zum Beispiel Panzer. Ja? Alles hatten sie. Sie waren ja, nee, bis zu den Zähnen bewaffnet. Völlig ausgestattet. Sie haben gesagt, wir zerstören dieses Haus. Wir zerstören dieses Haus. Also sie haben geplant. Ja? Sie haben geplant, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat auch geplant. Deswegen plane niemals so viel. Denn Allah subhanahu wa ta'ala plant auch. Und der Plan von Allah subhanahu wa ta'ala ist der Plan, der am Ende auch aufgeht. Der Plan von Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ließ er nicht ihre List verloren gehen, ihren Plan verloren gehen? Die Antwort ist, ja natürlich. Er sagt, Alam yaj'al kaydahum, ihren Plan, ihre List, ihre Vorbereitungen, ihre Absicht, den Islam zu zerstören. Weil das Haus ist von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht von Quraysh. Diese Leute haben das Ziel gehabt, den Islam zu zerstören. Das Haus von Allah subhanahu wa ta'ala zu zerstören. Genauso wie heute, die Feinde des Islam. Tag und Nacht planen sie.
Und sie planen nicht nur für morgen und übermorgen, sondern sie planen für 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre. Das, was jetzt los ist in den muslimischen Ländern, war schon vor Jahrzehnten geplant. Die Teilung von Syrien, die Teilung vom Irak, die Teilung von Türkei ist auch geplant. Die Teilung von Saudi-Arabien ist auch geplant. Alles schon geplant. Es braucht nur noch vollzogen werden. Jetzt der Ärger mit dem Iran. Allahu alam, inwieweit das geht. Aber wenn dort ein Krieg herrscht mit dem Iran, dann wisset, dass dadurch diese ganzen Länder geteilt werden. Dass die arabische Halbinsel nochmal geteilt wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime beschützen. Aber die Kuffar planen und planen und planen, aber sie haben vergessen, dass sie nicht gegen die Muslime kämpfen, sondern dass sie gegen die Religion Allahs kämpfen. Und die Religion ist nicht die Religion der Muslime, sondern sie ist die Religion von Allah, dem Herrn der Welt. Und Allah subhanahu wa ta'ala umfasst ihren Plan und umfasst ihre Taten. Egal was sie machen. Es ist wie eine kleine Maus, die im Käfig herumläuft. Was kann diese kleine Maus machen? Nichts eigentlich. Genauso die Feinde des Islam. Sie können töten, sie können vergewaltigen, sie können Muslime in den Knast reinstecken. Sie können machen, was sie wollen, aber den Islam werden sie niemals zerstören können. Niemals. Pharaon, der gesagt hat, ich bin Gott. Er hat geplant und geplant und geplant. Am Ende kam sein Feind genau mitten in seinem Haus hinein. Wer ist hier gemeint? Musa ibn Imran. Er kam als Baby und dann hat, ihr kennt die Geschichte, ja? Seine Frau Asia hat ihn aufgenommen und so weiter. Und er wusste nicht. Auf einmal, derjenige, der sein Königreich zerstört, ist der, den er selber erzogen hat und ihn ernährt hat. Im Koran lesen wir auch, dass er ihn damit konfrontiert, indem er sagt, habe ich dich nicht aufgezogen und so weiter. Al-Muhim. Die Feinde des Islam, egal wie sehr sie planen, Allah plant auch. Und der Plan von Allah subhanahu wa ta'ala ist der Plan, der am Ende aufgeht. Er sagt, أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. Er hat ihren Plan, ihre List in die Irre geleitet. Nicht nur hat er ihren Plan gestoppt, nein, er hat ihren Plan in die Irre gebracht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie in die Irre gebracht. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie in die Irre geleitet. Er hat sie zum Verlust gebracht. Sie haben alles verloren. Alles haben sie verloren. Alle, die ganze Armee ist gestorben. Und er bringt ihnen ein schlimmes Ende und ein abscheuliches Ende. Und das ist ein Gleichnis und eine Warnung an jeden, der plant, diese Religion anzugreifen. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Erstmal hat er den Plan in die Irre geleitet, er hat den Plan zerstört und dann hat er sie gleichzeitig bestraft. Womit? Er hat sie bestraft durch kleine Vögel. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala und sandte, er subhanahu wa ta'ala sandte gegen sie Vögel aufeinanderfolgenden, in aufeinanderfolgenden Schwärmen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, sie hatten Elefanten gehabt, sie hatten alles gehabt und auf einmal kommen kleine Vögel, die sie zum Ende bringen. Kleine Vögel. Und diese kleinen Vögel, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, tarmihim bihijaratin min sijjil, die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewarfen. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt sie, indem er, wie ich gesagt habe, kleine Vögel bringt, die sie am Ende stoppen und die sie am Ende zerstören. Diese kleinen Vögel, wie die Mufassirun gesagt haben, haben kleine Steine, Feuer aus Feuer, Lehm aus Feuer in ihren Mündern gehabt und haben sie dann auf die Kämpfer und auf die Soldaten geschmissen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Und sie so wie abgefressene Halme machte. Das heißt, diese Steine, die diese Vögel geworfen haben,
haben diese Soldaten und diese Kämpfer und diese Prächtigen und Mächtigen, ja, so sehr zerstört, dass sie am Ende wie abgefressene Halme aussahen. Subhanallah. Das heißt, sie sind nicht einfach normal gestorben, sondern sie haben einen abscheulichen Tod gehabt. Einen schlimmen Tod gehabt. Eine der schlimmsten Todesursachen ist, wenn man verbrennt. Wenn man durch Feuer stirbt. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie auf schlimmste Art und Weise bestraft, im Diesseits. Aber wie ist die Strafe im Jenseits? Die Strafe im Jenseits ist noch gewaltiger. Und deswegen, die Kuffar, die Feinde des Islam, wir reden hier nicht über jeden Nicht-Muslim, weil nicht jeder Nicht-Muslim ist ein Feind der Muslime, das müssen wir wissen. Wir Muslime müssen fair sein. Und wir sind gegen Gewalt. Und wir erwähnen hier eine Tatsache, ein Fakt aus der Geschichte. Die Strafe im Jenseits, in der Hölle, die Kuffar, die Feinde des Islam, werden diese Strafen, diese Arten von Strafen, als klein sehen, wenn sie die Strafe in der Hölle sehen. Deswegen, diejenigen, die Unheil treiben auf der Erde und dann irgendwann mal sterben. Man sagt, ey, der ist gestorben, der hat nicht mal seine Strafe bekommen. Glaub es mir. Er wird sich wünschen, auf die Erde zurückgebracht zu werden, um hier zu bestraft werden, damit der im Jenseits nicht bestraft wird. Warum? Weil die Strafe im Jenseits ist erschädd, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Ist schlimmer und härter und gewaltiger. Und sie ist für die Feinde des Islam, was? Für immer und ewig. Deswegen ist dies ein Zeichen für die Gläubigen, dass sie Trost finden. Immer wenn wir sehen, dass Ungerechtigkeiten gemacht werden, dass Muslime massakriert werden, Muslime verfolgt werden, vertrieben werden, dann lesen wir den Koran. Warum? Warum sollen wir den Koran lesen? Weil wir im Koran unseren Trost finden. Im Koran finden wir unseren Trost. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala auch den Koran herabgesandt. Damit wir solche Geschichten lesen und sagen, Alhamdulillah. Wal aqibatu lil muttaqin. Das Ende gebührt den Gottesfürchtigen. Und das Ende ist bei Allah. Das Ende ist bei den Gottesfürchtigen. Die Gottesfürchtigen, Gläubigen, sind diejenigen, die am Ende lachen können. Sind die Sieger am Ende. Allah subhanahu wa ta'ala prüft. Und Allah subhanahu wa ta'ala prüft mit seinen Prüfungen die Gläubigen, damit er ihnen Sünden vergibt und damit er sie um Stufen erhöht. Deswegen sollten wir niemals traurig sein. Wir sollten lieber den Koran lesen, damit wir Trost bekommen für den Leid, den wir auf dieser Erde sehen. Und wir sollen wissen, egal wie stark der Mensch ist, egal wie groß die List eines Menschen ist, am Ende ist er klein gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kann mit ihm machen, was er will. Und er kann niemals gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala etwas tun. Keiner kann Allah subhanahu wa ta'ala Schaden zufügen. Und keiner kann Allah subhanahu wa ta'ala Nutzen bringen. Diese Menschen, sie schaden sich nur selber. Und die Gläubigen, die Gutes tun, bringen sich nur selber Nutzen. Deswegen sollte man niemals denken, dass man mit seinem Nutzen Allah subhanahu wa ta'ala Nutzen gibt. Oder wenn man Schaden zufügt den Menschen, dass man damit Allah Schaden zufügt. Niemals. Der Nutzen und der Schaden kommt immer wieder auf dich zurück. Und deswegen diese Feinde, die geplant haben und die versucht haben, den Islam zu zerstören, der Schaden hat sie selber erreicht. Im Endeffekt haben sie sich nur selber Schaden zugefügt. Und in diesem Jahr, als das passiert ist, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren. Er ist im Jahre des Elefanten geboren. Er ist im Jahre des Elefanten geboren. Am und viel. In diesem Jahr, als das passiert ist, ist er geboren. Sallallahu alaihi wasallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie ich gesagt habe, hat diese Sure auch extra wegen Quraysh herabgesandt, um sie zu ermahnen. Um sie zu erinnern. Weil die Sure, die danach kommt, wie heißt sie? Sie heißt Quraysh. Und diese Sure, die danach kommt,
ist eine Erklärung von dieser Sure. Dazu kommen wir morgen, inshallah. Deswegen, der Koran erklärt sich auch selber. Ja, der Koran erklärt sich auch selber. Wie hier zum Beispiel. Eine Sure erklärt die andere. Und wie gesagt, allgemein sollten wir wissen, egal wie sehr die Feinde des Islam planen, wir müssen Gewissheit haben, dass der Sieg bei Allah ist. Und dass der Sieg kommen wird. Ana inna nasrallahi qarib. Wahrlich, der Sieg Allahs ist nah. Diese 20, 30, 40, 50 Jahre sind nichts im Gegenzug zu 1400 Jahren, wo die Muslime die Oberhand gehabt haben. Schaut mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wie lange hat er gelitten in Mekka? 13 Jahre. 13 Jahre hat er gelitten, er und seine Gefährten. Dann ist er ausgewandert und als er in Medina kam, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm immer mehr und immer mehr den Sieg geschenkt. Und als er in Mekka gewesen ist und die Sahaba vor seinen Augen bestraft worden sind, gequält worden sind, kamen die Sahaba zu ihm und haben ihm gesagt, Ja Rasulallah, siehst du nicht, wie wir leben? Siehst du nicht, wie wir gequält werden? Siehst du nicht, was uns gerade passiert? Willst du nicht Bittgebet für uns machen? Willst du nicht um Hilfe bitten für uns? Und der Prophet lag neben der Kaaba. Und dann stand er auf und wurde sauer. Und sagte, es gab Leute vor euch. Es gab Leute vor euch, Völker vor euch. Sie wurden in der Mitte zersägt. Andere, ihnen wurde die Haut mit einem Eisenkamm rausgenommen. Und das hat sie nicht von La ilaha illallah weggenommen. Und dann sagt er zu ihnen, innakum qawmun tasta'jilun. Ihr seid ein Volk, die Hast lieben. Was bedeutet das? Auch für uns. Es bedeutet, dass der Mensch den Sieg schnell haben will. Ja, am besten jetzt. Er sagte zu ihnen, ihr wollt nicht leiden für den Sieg. Ihr wollt nicht opfern für den Sieg. Ihr wollt den Sieg einfach so haben, genauso heute. Erfolg kommt nicht einfach so. Der Erfolg kommt erst nach dem Fleiß. Erst nach dem Leid. Erst nach den Opfern. Dann kommt erst der Sieg. Deswegen, er sagt, innakum qawmun tasta'jilun. Ihr seid Menschen, die den Sieg haben wollen, ohne was dafür zu geben. Deswegen frage dich selber, was hast du für diesen Sieg, den du dir wünschst, für die Muslime getan, damit du ihn verdienst? Und wir allgemein, wir Muslime, was haben wir getan, damit wir den Sieg verdienen? Wir müssen uns den Sieg erstmal verdienen, bevor wir ihn bekommen. Und deswegen sagte einer der Gelehrten, er sagte, der Sieg Allahs für die Muslime, er ist zwischen dem Himmel und der Erde. Und wenn er eine Zunge hätte, mit der er sprechen könnte, so würde er sagen, oh ihr Muslime, hier bin ich. Tut die Dinge, die dafür sorgen, dass ihr mich verdient. So komme ich. Sofort. Deswegen der Aufruf an mich und an euch und an alle Muslime, wenn wir den Sieg haben wollen, müssen wir ihn verdienen. Und wenn wir ihn verdienen wollen, müssen wir schauen, welche Aspekte dazu führen, dass wir den Sieg verdienen und dass wir den Sieg bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Sieg schenken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen im Westen und im Osten helfen, allen unterdrückten Muslimen. Hada wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib.